Augsburg. Wir sind froh, dass wir Ihnen wieder als Gastgeber hier eine wundervolle Messe präsentieren dürfen und bedanken uns für Ihre Anwesenheit hier auf der Eröffnung. Vielen, vielen Dank. Ein wahnsinniges Ereignis, vor allem für die internationale Fachpresse und für unsere Medienlandschaft. Und da dürfen wir natürlich auch alle Vertreter der Presse begrüßen, sowie alle Ehrengäste, Freunde aus dem In- und Ausland und natürlich auch, ganz wichtig, alle Aussteller, die die Interlift zu dem machen, was sie auch hier immer wieder präsentiert. Und für mich ist es eine Gelegenheit, Ihnen an dieser Stelle nochmal klar zu sagen, worum es uns geht dabei. Natürlich, weil wir weltoffen sind, weil wir gastfreundlich sind und weil wir es gerne sehen, wenn es der Interlift gut geht, weil wenn es der Interlift gut geht, geht es uns auch gut. Aber verübeln Sie mir es bitte nicht, dass ich den Schwerpunkt auch auf den letzten Halbsatz lege, dass wir natürlich im Auge haben müssen, als kommunale, als regionale Träger der Messe Augsburg im Blick zu haben, dass wir auch eine gelingende Entwicklung unserer regionalen Wirtschaft damit bewerkstelligen. Vom Geschäft, vom Gewusel, von der Lebendigkeit dieser Messe. Zu allen Teilen mein herzlicher Glückwunsch an die Messe Augsburg und an alle am Bau Beteiligten. Sie können stolz sein, was Sie fertiggebracht haben und das ist auch rechtzeitig heute zur Eröffnung mit der Interlift, einer der Vorzeigemessen des Messestandorts, fertiggebracht. Referentin Frau Weber. Gleich dann hier die Halle, die sind dann gleich hier mit interessiert. Thank you.